Ein Video kann aus vielen Gründen gruselig sein. Ob es paranormal ist oder auf der Realität beruht, die Angst ist immer die gleiche. Stirling Castle wurde ursprünglich im 12. Jahrhundert erbaut und es gibt dort viele Mauern und historische Figuren zu sehen. Deshalb wurde es als paranormaler Hotspot bezeichnet. Angeblich berichten über 1000 Menschen pro Jahr von Geistererlebnissen, wobei die beiden am häufigsten gesehenen Wesen die Pink Lady und die Green Lady sind. Ein anderes Wesen ist inzwischen der unbekannte Highland-Soldat. Einer der interessantesten Berichte, die um den Soldaten gehen, stammt aus dem Jahr 1956, als ein Fotograf frühmorgens in Stirling war. Als er sich nämlich seine Fotos ansah, war er verwirrt, dass noch eine andere Person zu sehen war. Denn man muss sich vor Augen halten, dass ansonsten niemand anderes auf der Burg war. Das Foto wurde anschließend von Experten analysiert. Auch sie haben keinen Nachweis von jeglicher Manipulation entdeckt. Viele Parapsychologen aus der Welt interessieren sich für diese Burg. Einer davon war Tony Carnell, der sich für eine nächtliche Überwachung in einem der spukhaftesten Räume des Schlosses entschied. Während visuell nichts erfasst wurde, war eine Reihe von nicht identifizierbaren Geräuschen zu hören. Viele davon klingen wie Schreie. Ist es denn überhaupt möglich, dass diese Schreie Echos aus der schrecklichen Vergangenheit des Schlosses sind? Sind die Krisengeister unserer Welt gefangen? Jeannie, die im Jahr 1957 geboren wurde, war das letztgeborene von 4 Kindern ihrer Eltern. Die 2 ersten Kinder starben bereits. Nachdem ihre Großmutter auch in einem Autounfall ums Leben kam, hatte ihr Vater, der eine merkwürdige Beziehung zu seiner Mutter hatte, einen weiteren Zusammenbruch und zog mit seiner Familie schließlich in ihre isolierte Hütte. In der Hütte hatte Jeannie ganz oben ihr Zimmer. Der Rest der Familie schlief unten. Rücksichtslos ließ man sie etwa 13 Stunden lang auf der Toilette liegen, bevor der Vater sie in ein Kinderbett mit einem Metallgitter legte. Wenn sie in dieser Zeit ein Geräusch machte, schlug ihr Vater sie, benahm sich wie ein Hund und zog seine Fingernägel heraus, um sie zu kratzen. Zudem wurde Jeannie so wenig wie möglich gefüttert und ihr Zimmer war extrem leer und dunkel. Nur ihr Gitterbett. Jeannies Mutter und Bruder wurden unterdessen ebenfalls oft geschlagen und durften das Haus nicht verlassen. Um ihren Gehorsam sicherzustellen, verließ ihr Vater, Amanda, stets mit einer Schrotflinte. Doch als Jeannie etwa 13 Jahre alt war, verlangte ihre Mutter, dass sie ihre Eltern anrufen dürfte, worauf ihr Vater schließlich einlenkte. 3 Wochen später beschloss sie, eine Invaliditätsleistung für ihre Teilblindheit zu beantragen, kam aber aufgrund des Zustandes versehentlich zum Sozialdienst. Als die Sozialarbeiterin herausfand, was dort vor sich ging, rief sie sofort die Polizei. Ihre Eltern wurden daraufhin verhaftet, während sie in ein Kinderkrankenhaus unter der Obhut des Arztes James Kahn gebracht wurde. Er sagte später, dass Jeannie ohne Zweifel der schwerste Fall von Kindermisshandlung gewesen sei, dem er jemals begegnet ist. Geistig ist sie nämlich auf dem Stand eines 13 Monate alten Kindes stehen geblieben. Eines dieser vielen Symptome dafür waren extrem schwache Mathe-Skills. Charakteristisch für Jeannie ist aber ihre instabile Bewegung namens Bonnie Walk, die hier gefilmt wurde. Dieses Filmmaterial stellt ein völlig beschädigtes Kind dar. Trotz all ihrer Schwierigkeiten ging es Jeannie jedoch langsam besser und sie war jede Woche kurz mit ihrer Mutter vereint, da der Vater Selbstmord beging, bevor er vor Gericht gestellt werden konnte. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass sie weder all ihre Probleme überwunden hat, noch ihr Leben perfekt war. Für die meiste Zeit, die sie im Krankenhaus verbrachte, wurde sie mehr wie ein Versuchsobjekt als ein Kind behandelt. Heutzutage lebt sie in einem unbekannten Ort und ist scheinbar recht glücklich. Ein unabhängiger Filmemacher, Daniel Hobbit, war schon sehr lange entschlossen, die Existenz von paranormalen Dingen einzufangen. Um dies aber zu erreichen, reiste er zusammen mit einem Hellseher, den er kannte, kostenlos durch Spukorte, konnte aber nie eindeutige Beweise finden. Im September 1989 wurde er dann von dem Ehepaar Motters in Kalifornien kontaktiert, die behaupteten, eine Reihe von seltsamen Ereignissen erlebt zu haben. Dazu gehörten die üblichen Merkmale wie seltsame Gerüche, körperlose Stimmen, die weinen und Türen, die sich öffnen und schließen. Interessanterweise ging fast die gesamte Aktivität vom Gästezimmer des Paares aus, das sie beide nicht mehr betreten wollten. So betrat Hobbit diesen Hotspot und spürte sofort, dass eine Person neben ihm stand. Er wurde von einer unbekannten Kraft dazu gezwungen, sich auf ein bestimmtes Bild zu konzentrieren. In diesem Moment begann sich eine mysteriöse schwarze Erscheinung in der Ecke des Raumes zu bilden. Hobbits resultierende Aufnahmen wurden für die Aufnahme der Geisterreflexion anerkannt, ein seltsames Phänomen.
Das Paar erzählte ihm später, dass das Gemälde, das er gezwungenermaßen betrachtete, von der Mutter der Ehefrau gekauft wurde. Im Jahr 1938 wurden Pläne für den Bau einer Einrichtung für Kinder mit geistigen Behinderungen auf den Staten Islands erstellt, aber Willowbrook wurde erst 1947 gegründet. Doch schon bald darauf kam es zu Problemen mit Ausbrüchen von Hepatitis, die immer häufiger auftraten. Daraufhin wurden in den nächsten 20 Jahren kontroverse Medizinstudien durchgeführt, in denen Probanden überwacht wurden, um die Auswirkungen der Krankheit zu testen. Schließlich führte der öffentliche Aufschrei dazu, dass die Forschung eingestellt werden musste. Es kam nämlich an die Öffentlichkeit, dass die Bewohner wie Versuchskaninchen behandelt wurden. Diese Vorwürfe führten dazu, dass die Experimente als einige der unethischsten bezeichnet wurden, die jemals an Kindern in den USA durchgeführt wurden. Aber erst 1972 wurde die wahre Situation endlich aufgedeckt, als ein Reporter mit seinem Fernsehteam diese schrecklichen Szenen filmte und dabei Fälle von Überfüllung, unzureichenden Einrichtungen und schweren körperlichen und seelischen Missbrauchen der Kinder durch das Personal aufdeckten. Sogar mit dieser Berichterstattung dauerte es weitere 15 Jahre, bevor Willowbrook endlich geschlossen wurde. Gerüchte über das, was dort wirklich passierte, bleiben im Umlauf, aber die Wahrheit wird wohl nie ans Licht kommen. Vergesse nicht, für weitere Videos dieser Art meinen Kanal jetzt zu abonnieren. Hier findest du noch zwei weitere Videos, die dich ebenfalls interessieren könnten.